Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Wenn ihr dieses Video hier seht, bin ich ja einfach schon in Deutschland. Heute ist mein letzter Tag hier auf Bali. Ich kann es nicht wirklich realisieren, nicht wirklich glauben. Es fühlt sich sehr, sehr komisch an, wirklich Bali zu verlassen. Ich muss übrigens die Sonnenbrille aufsetzen, weil es viel zu hell ist. In diesem Video erkläre ich euch, warum ich zurück nach Deutschland gehe und ja, einfach was meine Gründe sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Also ich gehe jetzt mal hier so ein Stück entlang. Ich habe wirklich sehr lange darüber nachgedacht, ob ich wirklich diesen Schritt gehe und ja, wie wirklich wieder nach Deutschland zurück soll für eine gewisse Zeit. Weil eigentlich habe ich mich dazu entschieden, erstmal long-term auf Bali zu bleiben. Aber wie es so ist, ja, ändern sich die Zeiten und ich habe einfach momentan das Gefühl, oder seit längerem schon, dass ich einfach zurück nach Deutschland will und muss und ich auf mein Bauchgefühl höre. Also warum will ich wieder zurück nach Deutschland? Ich will auf jeden Fall meine Familie wiedersehen in Deutschland. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich einfach mal alle wiedersehen will. Und das Gute ist, ich kann ja einfach sagen, dass ich einfach zurückfliege. Und das ist eigentlich, ich mache mir das in meinem Kopf, habe ich mir das jetzt so groß gemacht, dass ich mir gedacht habe, boah, das ist jetzt der richtig krasse Schritt, wieder nach Deutschland zurückzugehen. Aber letztendlich ist es gar nicht so ein großer Schritt, weil ich theoretisch jederzeit wieder zurück kann. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich ja, solche Schritte einfach viel zu groß im Kopf machen, obwohl die gar nicht so groß sind. Genauso als ich nach Bali gereist bin, für mich war das ein riesiger Schritt. Dann war ich auf Bali und es war kein großer Schritt mehr. Also dann war es für mich so normal. Aber das ist auch, ja, gut sowas zu erfahren, weil man sich immer daran wieder erinnern kann, dass man sich das einfach nur viel zu groß im Kopf macht. Weiterer Grund, warum ich zurück nach Deutschland fliege, ist auf jeden Fall April. Wie ihr alle mitbekommen habt, April ist ja mein Straßenhund, den ich vor fast 3 Monaten mittlerweile schon, ja genau 3 Monate fast, hier auf Bali gefunden habe. Ich habe sie aufgezogen. Ich habe ja ihr Leben quasi gerettet, das kann man so sagen. Und dieser Hund bedeutet mir wirklich die absolute Welt. Also ich liebe diesen Hund über alles. Und dank euch konnten wir innerhalb von 2 Tagen 2000 Euro für sie zusammensammeln, um diesen ganzen Prozess, sie nach Deutschland zu bringen, zu bezahlen. Und ich bin euch einfach auch deswegen nochmal, will ich einfach nochmal Danke sagen. Ich bin unheimlich dankbar deswegen. Ich suche für sie auf jeden Fall, oder ich gebe ihr einfach ein neues Leben. Ich würde sie super gerne behalten. Aber andererseits denke ich mir so, ich würde auch sehr gerne eine Familie für sie finden, weil ich momentan einfach, ja, ich habe einfach, glaube ich, momentan nicht die Zeit dafür, mich komplett an einen Hund zu binden. Beziehungsweise ich weiß halt noch nicht genau, was die nächsten Monate ja alles passieren wird. Und ein Hund braucht einfach ja sehr viel Aufmerksamkeit, braucht sehr viel Liebe, kann ich ihr auf jeden Fall geben. Das habe ich ihr, das habe ich ihr jeden Tag gegeben. Ja, sie braucht einfach einen Ort, wo sie nicht die ganze Zeit hin und her reisen muss und ja, wo sie einfach richtig leben kann. Und ich weiß einfach nicht, ob ich das momentan verantworten kann, weil ich einfach nicht weiß, was die nächsten Wochen und Monate in meinem Leben passieren wird. Es kann auch sein, dass ich ja wieder zurück nach Bali gehe. Es kann auch sein, dass ich woanders hinreise. Aber ich habe momentan noch keine Klarheit. Und wie gesagt, ein Hund ist eine riesige Verantwortung. Auf was ich hinaus will, ich fliege auf jeden Fall auch wegen April zurück, damit ich sie einfach auch vermitteln kann. Ja, ein weiterer Grund, warum ich zurückgehe, ist, dass ich einfach auf Bali auch nie so richtig glücklich war. Das hat nichts unbedingt mit Bali zu tun, sondern eher mit meinen Gedanken. Und mir ging es eine Zeit sehr, sehr schlecht. Ich habe ja auch schon mal ein Video darüber gemacht, wie mein Traumleben mich unglücklich gemacht hat. Ich blende euch das hier mal ein, das könnt ihr euch nach dem Video angucken. Ja, ich habe einfach mit diesen Gedanken zu kämpfen manchmal in meinem Kopf, die mich einfach unglücklich machen lassen. Und ich habe einfach, wie gesagt, gerade auch deswegen das Gefühl, ich muss einfach zurück nach Deutschland. Ich muss ein paar Dinge klären, die in meinem Kopf rumschweben. Ich möchte Klarheit in meinem Leben und wenn ich zurück nach Deutschland gehe, habe ich das Gefühl, kann ich diese Klarheit auf jeden Fall erreichen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen gemerkt, ich will einfach nicht mehr dieses Gefühl haben. Ich kann euch das nicht beschreiben, aber dieses, ja, einfach unglücklich sein und da stehen mehrere Sachen hinter. Ich will das jetzt auch nicht wieder mega erläutern, aber es gibt ein paar Gründe und die muss ich auch klären. Was ich auch gemerkt habe, wenn ihr das Video seht oder ihr euch irgendwie damit identifizieren könnt, wenn es euch irgendwie schlecht geht oder schon seit längerer Zeit, oder es geht ja nicht mal darum, dass ihr unglücklich seid oder es euch schlecht geht, sondern wenn ihr merkt so, okay, euer Leben ist vielleicht nur okay, aber ich habe halt auch zum Beispiel gemerkt, dass das Leben nicht einfach nur okay sein sollte, weil unser Leben ist so verdammt kurz und das habe ich jetzt in der Zeit, in der ich auf Bali war, auch wieder gemerkt, dass die 6 Monate einfach so verflogen sind. Man sollte einfach kein Leben führen, was für einen okay ist. Weil irgendwie sollte man das Beste daraus machen. Man sollte einfach das Beste aus seinem Leben machen. Und ich habe einfach gemerkt, dass es hilft, mit Leuten zu reden über die Probleme, die man hat. Es hilft so sehr. Ich habe mir wirklich 2 Jahre lang fast keine Hilfe gesucht. Was heißt keine Hilfe, aber mit
mit niemandem darüber gesprochen, wie es mir geht und warum es mir so geht. Ich habe die letzten Wochen einige Mal mit einem Freund hier von mir auf Bali gesprochen, der mir einfach total neue Sichtweisen gegeben hat, wo ich einfach das Gefühl hatte, so, egal was er gesagt hat, irgendwas in meinem Kopf verändert sich. Und er hat mir einfach total andere Perspektiven geliefert, auf die ich alleine nicht kommen würde. Und das war einfach, wie gesagt, das war einfach mindblowing, weil ich mir dachte, oh mein Gott, das macht alles so viel Sinn. Danke an Alex nochmal, so heißt er nämlich. Wenn ihr sowas Ähnliches habt, wo ihr einfach denkt, so, okay, ich bin unglücklich, warum bin ich unglücklich? Habt ihr irgendwie, ja, alte Glaubenssätze, die euch schwach machen oder was auch immer. Aber ich kann euch nur empfehlen, redet mit jemandem. Das wird euch einfach mega helfen. Ja, das waren eigentlich jetzt so ganz grob erklärt meine drei Hauptgründe, warum ich zurückgehe. Wie gesagt, ich brauche einfach ein bisschen Klarheit. Ich will einmal zurück nach Deutschland. Ich werde meinen Geburtstag in Deutschland verbringen. Das ist auch geil. Und vielleicht bleibe ich auch bis Weihnachten. Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Aber ja, ich habe selber alles in der Hand. Ich kann selber entscheiden, zum Beispiel, ob ich wieder zurück nach Bali gehe oder wohin auch immer ich fliege. Wie es genau dann jetzt auf dem YouTube-Kanal hier weitergehen wird, das werdet ihr dann, also das weiß ich selber noch nicht ganz genau, aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das ist auf jeden Fall nicht Ende der Reise oder Ende dieses YouTube-Kanals oder whatever, nur weil ich zurück nach Deutschland gehe. Da werden auf jeden Fall auch noch einige coole Sachen auf euch zukommen. Eine Sache, die mir auch noch in den Kopf gekommen ist, jetzt so in den letzten Tagen, als ich ja einfach gemerkt habe, dass ich jetzt zurückfliege. Es ist einfach so krass, ich war einfach so dankbar einfach für die Zeit, die ich hier habe, und es macht einfach einen Angst, dass die Zeit so schnell vorbeigeht. Es fühlt sich einfach so komisch an, dass jetzt einfach dieses Kapitel vorerst beendet ist, und das lässt mich einfach mega emotional werden, weil ich hier einfach so eine krasse Zeit hatte, und ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich in den letzten Wochen oder Monaten Bali auch irgendwie halt so als selbstverständlich gesehen habe, weil es einfach ein Alltag geworden ist. Aber egal, wo man ist, man darf das sicherlich nicht als selbstverständlich sehen. Das ist immer so leicht gesagt, als dann letztendlich ist. Aber jetzt so in den letzten Tagen ist mir das ganz stark bewusst geworden, dass ich einfach so unheimlich dankbar bin für die Menschen, die ich hier kennenlernen durfte, für April, für alle, die mich irgendwie begleitet haben, für alle, die mir irgendwie geholfen haben, als es mir schlecht ging. Und einfach, ja, für die Menschen hier, ich bin einfach unheimlich dankbar. Ich weiß nicht, diese Dankbarkeit kommt einfach in den letzten Tagen richtig hervor. Und es lässt mich auch sehr traurig werden natürlich, dass ich jetzt erstmal Bali verlassen werde. Aber ich habe mich dazu entschieden. Ich habe lange darüber nachgedacht, habe aber dann relativ schnell auch eine Entscheidung getroffen. Und natürlich hinterfrage ich jetzt auch ab und zu, okay, war das die richtige Entscheidung? War es die richtige Entscheidung, April nach Deutschland zu bringen? Das sind so mehrere Sachen. Aber ich habe auf mein Bauchgefühl gehört, und mein Bauchgefühl sagt mir definitiv, Jonas, geh zurück. Und für wie lange, das werden wir dann noch sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr könnt meine Lage ungefähr ein bisschen verstehen, warum ich zurückgehe. Ich werde jetzt heute noch den letzten Tag hier auf Bali genießen. Wie gesagt, wenn ihr das Video gesehen habt, bin ich schon in Deutschland. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ansonsten, ja, könnt ihr mir eure Gedanken mal in die Kommentare schreiben. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Da wird auf jeden Fall noch einiges auf euch zukommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.